Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBCardsTV. Wenn ihr das Video von letzter Woche gesehen habt, dann werdet ihr wissen, wo ich bin. Ich sitze momentan in meinem Auto. Und letzte Woche habe ich euch gesagt, 5 Dinge gesagt, die ich an dem Auto mag. Dieses Mal sind es 5 Dinge, die ich nicht ganz so mag. Ich hasse sie nicht, das Auto ist super, aber jedes Auto hat seine Nachteile, vor allem italienische und vor allem Alfa Romeos. Und nun, selbst dieses Auto ist nicht komplett problemlos, also sage ich euch, was mir nicht so gefällt. Und wenn ihr das mögt, dann liked das Video, abonniert, fände ich super. Los geht's! Das erste, was mir nicht so gefällt, die Lenkung. Sie ist zwar super, sie fühlt sich an wie ein Go-Kart, aber dieses Auto ist schneller als ein Go-Kart. Heißt, bei hohen Geschwindigkeiten, selbst die kleinsten Lenkbewegungen sorgen für massive Spurwechsel. Und das sorgt dafür, dass bei einer Spurrille, wenn ich gegenlenke, ich Schlangenlinien auf der Autobahn fahre. Das ist vor allem schlimm, wenn man schneller als 150 fährt, etwas, was dieses Auto ja locker schafft. Das zweite, was mir an dem Auto nicht so gefällt, ist der Wendekreis. Ja, es hat wieder mit der Lenkung zu tun, denn nicht nur ist sie sehr direkt, man kann auch nicht sehr weit einlenken. Das liegt auch daran, dass das Auto Frontantrieb hat und man kann die Räder natürlich nicht so weit lenken, dass die Antriebsachsen nicht mehr dran sein können. Und deswegen lenkt es nicht so viel. Es lenkt nur eine Lenkradumdrehung, was ziemlich wenig ist. Und deswegen muss ich öfters, wenn ich mal in einen engen Parkplatz fahre oder so, oder um eine enge Kurve, muss ich extra zurücksetzen. Und das Alpha-Getriebe ist ja jetzt auch nicht das Allertollste. Und muss eine 3-Punkt-Wende machen, wo ein normales Auto einfach rumfährt. Das ist ein bisschen nervig, aber sportliches Fahren und Ideallinien retten mich da manchmal. Das dritte, was mir an dem Auto nicht ganz so gut gefällt, ist... Nun, das Auto ist schwarz. Es hat schwarze Stoffsitze, ein schwarzes Lederlenkrad und ein kleines Stück Metall auf dem Gangknauf. Heißt, im Sommer ist dieses Auto unerträglich heiß. Und das allergrößte Problem dabei ist, nun, die Klimaanlage funktioniert momentan nicht. Und vor einer Weile konnte ich noch nicht mal das Fahrerfenster runterlassen. Heißt, in der Zeit, mit diesem Auto im Sommer zu fahren, war Hölle. Es war heißer als die Sauna und trockener als Death Valley. Ich schwör's euch. Das vierte, was mir an dem Auto nicht ganz so gut gefällt, ich meine, klar, zum Fahren ist es fast sogar besser, aber das Auto hat keine Ausstattung. Die einzige Sonderausstattung, die ich bei diesem Auto habe, sind kleine Zusatzstriche im Tacho. Und das ist einfach zu wenig. Ich meine, du kriegst relativ viel sogar. Du kriegst einen Tempomaten, du kriegst komplette Klimacontrol und alles. Du kriegst ein upgradetes Radio. Steht alles im Prospekt drin. Ich habe mir das mal durchgelesen. 300 Seiten voll mit Sonderausstattung und ich habe eins davon, sind verdammte Striche. Zum Fahren aber ist es besser, weil es leichter ist und nicht so viel Leistung klaut. Alles hat auch seine Vorteile. Das fünfte, das letzte, was mir an dem Auto nicht ganz so gut gefällt und irgendwie auch ein bisschen lustig ist, ist der Kofferraum. Man kann ihn von außen nicht aufmachen. Es gibt keinen Hebel, es gibt keinen Knopf zum Drücken. Den einzigen Weg, den Kofferraum aufzumachen, ist entweder durch einen Knopf im Armaturenbrett oder diesen kleinen Knopf auf dem Schlüssel. Das sind die einzigen zwei Wege, den Kofferraum aufzumachen. Und sollte man, sagen wir mal, vom Einkaufen zurückkommen, in der linken Hand dein Bier, in der rechten Hand deinen großen Einkauf und du möchtest hinten die Klappe aufmachen, dann kannst du das nicht. Du kannst es einfach nicht, weil du musst erst deinen Schlüssel rausholen und auf den Knopf drücken. Genau so. Und das ist manchmal ganz schön nervig. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Es sind jetzt nicht so große Probleme, die ich an dem Auto habe. Ich liebe mein Auto und ich werde es so lange fahren, bis es wirklich nicht mehr funktioniert. Aber wenn ihr von den anderen Autos, die wir haben, auch sowas hören wollt, dann sagt es mir gerne. Und ansonsten würde ich sagen, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf diesem Like-Button, damit er blau wird. Und ich sehe euch in den nächsten Videos. Ciao!